Hallo, ich bin der Jörn und ich begrüße euch zu meinem Aquarellkurs. Heute beschäftigen wir uns mit dem Farbmischen. Farbmischen, das ist das ganz Wesentliche in der Aquarellmalerei und in der Malerei generell. Denn kein Maler hat seine Farben immer direkt so aus der Tube verwandt, sondern er hat sich seine Farben, die er gesehen hat, die er gefühlt hat, ermischt. Ich zeige euch jetzt mal meinen Aquarellkasten, was ich für Farben habe. Ihr seht hier meinen Aquarellkasten, den ich so nutze, wenn ich aquarelliere. Und ich zeige euch mal meine Farbauswahl. Das ist ein helles Gelb, das ist ein Cadmiumgelb, ein leicht rötliches Gelb, ein leicht gelbliches Rot, das ist Zinnober, dann mit leichtem Blaustich Grablack, dann Ultramarin, ein sehr kräftiges, schönes Blau, was man auch im Himmel sehr gut nutzen kann. Dann Kobaltblau, ein kaltes Blau, kühles Blau. Dann Preußischblau, ein Allround-Talent, werden wir beim Mischen noch näher drauf eingehen. Ein dunkles Grün und dann ein helleres Grün, das ist Huckersgrün. Dann Ocker, auch der ist ein Allrounder, auch das werden wir kennenlernen. Dann Englischrot und letztlich dann Indigo als dunklen Ton für alle Möglichkeiten, dunkle Töne anzumischen. Und hier habe ich euch die Farben schon mal zu Papier gebracht, damit ihr seht, wie sie wirken, wenn sie direkt aus dem Kasten kommen und mit Wasser vermischt werden. Ihr seht auch so einmal sie kräftig aufgetragen und im unteren Bereich sind sie dann auch schon so leicht aufgetragen, sodass ihr auch die leichte Wirkung dieser Farben seht. Und jetzt könnten wir eigentlich loslegen. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen diese bunte Skala der Mischtöne vorzubereiten. Also ihr habt gesehen, dass ich aus den 12 Farben diese Skala an Farbtönen erreicht habe, mit der ihr alles, was ihr malen wollt, ausdrücken könnt. Dazwischen gibt es natürlich eure ganz individuellen Möglichkeiten, die Töne für euch selber noch mal stärker oder schwächer zu mischen. Das ist eine generelle Anleitung, die euch aber zeigt, dass 12 Farben genügen, um die ganze Welt, Farbwelt zu erreichen, die man braucht, zum Aquarellieren, Natur darzustellen, Blumen darzustellen, Menschen darzustellen. Alles, was euch in den kreativen Kopf kommt, könnt ihr mit dieser Mischtabelle lösen. Und ich zeige euch nochmal, also ich habe mit dem hellen Gelb angefangen und bin dann durch die gesamte Skala gegangen bis zum Indigo. Dann habe ich das rötliche Gelb, das Cadmiumgelb genommen und bin durch die Skala gegangen und ihr seht schon, was da an grünen Tönen entsteht. Das ist für mich immer wieder verwunderlich und für mich auch ganz fantastisch. Dann habe ich das Zinnober, das warme Rot genommen, das dann durch die Farben wandert und ihr seht, Rot und Grün sind ja Komplementärfarben. Das heißt, gerade in den Grüntönen erreicht ihr dann schon Brauntöne, die ihr sonst in dieser Form und Delikatesse gar nicht findet.
Das könnt, all diese Farben könnt ihr nicht kaufen, sondern die habt ihr selber hergestellt. Das ist das Tolle daran. In keinem Näpfchen, in keinem Farbenladen findet ihr diese Farben. Dann bin ich zum Ultramarin gegangen, eine Farbe, die wunderschön ist, auch wenn man den Himmel darstellen will. Und bin dann durch diese Farben, ihr seht hier das Kobaltblau, das Preußischblau, das dunkle Grün gegangen. Und auch hier entstehen neue schöne Blautöne, Grüntöne und am Ende so ganz dezente gebrochene Töne. Und auch bitte ich euch mal zu beachten, dieses Indigo, welche Wandlung Indigo durchlebt, wenn es durch die Farbpalette wandert. Dann das etwas kältere Kobaltblau, das auch da wunderschöne Grüntöne. Dann das Preußischblau, das Preußischblau ist so ein Allround-Talent. Das kann eigentlich alles. Das kann dieses schöne grüne, grünliche Blau, was man gerne nutzt, wenn man die See darstellen will, gibt wunderschöne Grüntöne, gibt den Grüntönen so eine ganz besondere Wirkung. Und dann zusammen mit dem Ocker entstehen ein ganz toller olivfarbener Ton von einer besonderen Ausdruckskraft. Und auch hier seht ihr dann mit dem Englisch Rot und mit dem haben wir wieder so eine braune Tönung, die so ein bisschen an Umbra erinnert. Und dann auch hier wieder die Wandlung von Indigo. Dann das Huckersgrün, das helle Grün. Da haben wir hier schon eine Skala, da könnt ihr euch schon fast vorstellen, wie die Darstellung eines Busches, eines Baumes aussehen kann. Fast alle könnt ihr dazu verwenden. Dann haben wir Ocker, Englisch Rot und wieder Indigo und zum Schluss dann Englisch Rot und Indigo. Daraus entstehen dann diese beiden schönen Töne und dann haben wir wieder das Indigo. Und Indigo nimmt man auch in der Mischung natürlich, wie ihr hier seht, um eine kleine Zeichnung, Kontur und so weiter in Aquarellen zu nehmen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, euch aus diesen 12 von mir ausgewählten Grundfarben eine Mischtabelle zu zeigen, mit der ihr, wenn ihr das zu Hause ausprobiert, alle Möglichkeiten der Malerei habt. Denn für den Maler ist es wichtig, mit den Mischfarben zu arbeiten, denn in den seltensten Fällen nimmt man den reinen Ton zum Gestalten. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ihr euch auf die Suche macht nach eurem Aquarellkasten und dass ihr den Pinsel nehmt, euch Wasser holt, den Aquarellblock aufschlagt und dann loslegt. Und das, was dann auf dem Papier von euch ermischt wird, sind eure ganz persönlichen Farben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Video wieder treffe. Tschüss!